Hallo. Jetzt sind wir hier beim Bosch E-Bike Systems auf dem Messestand. Brandaktuell das Neon, der neue Bordcomputer von Bosch. Werden wir euch gleich noch einmal näher vorstellen. Dazu gehen wir noch die anderen Stationen durch. Performance Line, E-Shifting und Active Line. Zeigen wir euch einfach kurz hier, was es zu sehen gibt. Und auf die ganzen Details gehen wir später noch in einem Artikel ein. Beziehungsweise wir hatten auch schon in der Vergangenheit viel darüber geschrieben. So, ein großes Thema für 2015 bei Bosch sind die integrierten Schaltungen, auch genannt E-Shifting. Hier haben wir automatische Schaltungen von SRAM, Shimano und Novinci, die quasi über den Bosch Bordcomputer Intuvia angesteuert werden können und dadurch den Schaltvorgang automatisieren. Bosch Neon, der neue Bordcomputer von Bosch mit jeder Menge neuen Funktionen. Hier zu sehen haben wir im Wesentlichen die Riding-Funktion, wo wir Daten wie Geschwindigkeit, zugeführte Leistung, selbst getretene Leistung, Akkureichweite, Durchschnittsgeschwindigkeit etc. angezeigt bekommen. Und dann geht es weiter mit der Navigationsfunktion. Hier hat man sich zusammen mit dem Skopla-Kartendienst eine Navigation aufgebaut. Darüber hinaus gibt es eine Fitnessfunktion, wo man den eigenen Trainingslevel kontrollieren und erweitern kann. Das Ganze zusammen mit der Online-Plattform Connect Your Way sowie am Smartphone mit der entsprechenden App. Details dazu auch in dem entsprechenden Artikel an gegebener Stelle.